Also willkommen zum neuen Weberwerke-Vlog hier mit dem neuen Praktikai. Diesmal beim Hard-Enduro oder beim Haareschneiden, man weiß es noch nicht so ganz. Ach du Scheiße! Hier rein oder was? Oh, fucking hell! Hier sind wir. Enduro Day One, ey. Mann, bin ich nervös, ey. Jetzt sind, glaube ich, gefühlt 400 Fahrer vor mir, die jetzt im 15. Sekundentakt auf die Route gehen. Heute werden 50 Kilometer gefahren. Willkommen, Praktikai, beim Extrem-Enduro in Rumänien. Enduro Panorama geht los. Der nette Jeff hat mich hier angemeldet, aber direkt in der Silberklasse. Und da ich wirklich noch nicht so viele Trail-Skills habe, dachte ich mir, fürs erste Enduro-Rennen schreibe ich mich mal um in die Bronzeklasse, also in die quasi einfachste Anfängerklasse. Aber ich glaube, so einfach wird es alles hier auch nicht. Das nächste Ding ist, ich werde das erstmal mit GPS fahren und dann muss ich mal eine kleine Werbesendung hier machen. Und zwar die Partner, die mich hier unterstützt haben bei dem Projekt, und zwar Weberwerke. Deswegen schaut ihr nämlich gerade zu. Ich muss aber auch ein ganz großes Dankeschön an Rider Store sagen, weil da gab es eine ordentliche Lieferung an Ersatzteile und an Reifen und so weiter, an Mousse. Anfangs gedacht, dass man einfach mit Enduro-Motorrad kauft und alles ist cool. Beim extremen Enduro braucht man ganz viel Material, habe ich schon festgestellt. Und nochmal ein Dankeschön an Brockhausen, der mich auch mit Teile versorgt hat, mit Kettenkits und Lenker und Griffe und Pipapo und alles. Ich glaube, ich warte hier schon eine Stunde, damit ich auch mal rankomme. Mann, wieso ist man nervös? Ich muss ja niemandem was beweisen, oder doch? Keine Ahnung. Let's ride. Viel Spaß! Nein! Das. Raus. Mann, was mache ich denn hier? This way, no? Fahren.
Wald ist ganz schön rutschig. Die Hälfte ist rum. 25 Kilometer. Ach du Scheiße. Blaue Männer. Oh, hier. Tag 1 ist geschafft. War ganz schön cross-country-mäßig. Am Anfang war ich so dermaßen nervös, dass ich nicht so richtig fahren konnte. Und hab ein bisschen gebraucht, um die Nervosität wegzubekommen. Aber dann hat es eigentlich ganz Spaß gemacht. War fast ein bisschen zu leicht, fand ich. Aber morgen stehen ein paar mehr Stunden auf dem Programm. Ich hätte ein paar mehr Herausforderungen haben können, sage ich mal. Aber insgesamt bin ich erstmal zufrieden. Habe jetzt 1,5 Stunden gebraucht. So. Wir haben 7 Uhr. Quasi 6 Uhr deutscher Zeit. Eine halbe Stunde geht's los. Kleines bisschen mehr von gestern. Ich bin gestern Zweiter geworden. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Gestern sind wir nur 1,5 Stunden gefahren. Es war relativ fix und es war mehr so wie so ein Prolog. Aber heute starten wir um 37, glaube ich. Und die Strecke hat quasi auf bis 18 Uhr. Also wir haben den kompletten Tag Zeit, uns zu verausgaben. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich so lange brauche. Ich nehme euch mit auf Tag 2. Ciao! So, jetzt geht's gleich ab. Die Expert-Klasse wird gerade aufgerufen hier nach und nach. Was mir gerade eingefallen ist, ich bin der Zweite jetzt in der Hobby-Klasse. Also die Hauptstrecke ist ja klar, die ist relativ eingefahren, weil schon relativ viele Fahrer mit der Profi- und der Expert-Klasse vor mir gefahren sind. Aber dadurch, dass ich Zweiter bin, muss ich halt diese Hobby-Loops, also diese Extra-Runden für die Hobby-Fahrer jetzt finden. Vielleicht ist nur einer vor mir, vielleicht bin ich der Erste, der die fährt, weil mein Kontrahent steht genau hinter mir.
Der war gestern nämlich Erster. Und jetzt heißt es besonders Augen aufmachen, weil die kann man leicht verpassen. Jetzt muss ich mit dem GPS mehr arbeiten. Fahren und GPS gucken, das ist wirklich eine Herausforderung, das sage ich euch. Der Gegner hat einen neuen Reifen drauf. Und ich bringe seine Abgase ab. Hat er Bock. Also bergab scheint da nicht so gut zu sein, ne? Ich könnte eine Strategie machen. Mal gucken, ob wir lang können. Und den nerven die erste halbe Stunde. Dass er schön ausgepowert ist. Meine Lampe kaputt. Eieieiei. Das ist blöd jetzt als Erster hier lang. Jetzt ist der Franzose wieder an mir vorbei und ich habe ein paar Expertfahrer vor mir. Wo ich ein bisschen mich gedulden muss bei dem Single Trail hier. Ich glaube, hier ist eine schöne Aussicht, aber ich kann gerade nicht hingucken. Oh! Double Check mit dem GPS. Oh! Dann passiert so eine Kacke. Und dann Spachtel oder wie? Geil! Das Gefühl, dass hier noch nicht viele B-Klassen, also Expert-Klassenfahrer lang sind. Ah, blau, 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 blau. Hier rein oder was? Hier hoch. Wow. Jetzt bin ich gerade wieder in Hobby-Loop rein. Und ich bin der Allererste, der das fährt. Ich krieg so langsam Hunger, aber ich weiß nicht, wann ich essen soll. Erstmal entspannt Picknick machen, ja. To go. Thank you. Hello. Hi. Thank you. Do you want water?
Ja. Insane. 50 Ks. Oh ja, fuck me. Ich esse doch gerade. Hallo, hallo. Yay. Was geht ab, Junge? Geil, ne? Jetzt gibt mir der Herr Jungmann, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Sorry. Der Jungmann aus der Expert-Klasse gibt mir eine Schulung, glaube ich. Ich fahre ihm einfach hinterher und gucke ein paar Sachen ab bei ihm. Perfekt. Immer auf dieses Navi gucken und dann ist man abgelenkt von der Fahrbahn. So, wo will er hin? Au! Boah! Geil! Oh, 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 oh! Ja, hier lang! Oh, oh, Alter! Besser hier. Jetzt brennen langsam die Oberschenkel. Oh. Hey, hallo. Ganz schön steil, oder? Daniel, oder? Geil. Marco Pfeiffer. Moin, moin. Thank you. Go, 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 go. Oh! Ich und dem Helfen, dem Polen. Muss auch sein, hä? Da geht die Profi-Strecke lang und hier geht die Hobby-Strecke lang. Zweite Mal verfahren. Ich war gerade falsch rum, wenn jetzt jemand dagegen kommt. Oh, oh. Motorex. Nicht gesehen. Gucke ich mir dann später auf der Kamera an, oh, wie das hier aussieht. Boah, bin ich durch, ey. Wir haben 85 Kilometer. Drei Stunden 30. Wo muss ich denn hin? Wo runter? Das war sinnlos. Oi, 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 oi. Hast du viel Spaß? Nein. So, Tag 2 ist geschafft. Wir präparieren die Motorräder wieder für morgen. Ich bin ganz schön fertig, ey. Ich hab gerade ein ganz schönes Loch. Eigentlich war der Tag ganz cool und die Sachen, die wir gefahren sind, waren auch mega cool. Ich habe mich sogar zweimal verfahren in die Expert-Klasse, also in die B-Klasse. Und dachte mir so, oh,
lässt sich fahren, aber das den ganzen Tag ist, glaube ich, auch nochmal eine Sache anstrengender. Ich war nach 2,5, 3 Stunden ganz schön K.O. und dachte mir, oh ja, das passt eh alles, muss ich ja keinen Stress machen und so weiter. Komme ich ins Ziel und treffe die beiden Südafrikaner hier, die neben mir mit dem Auto stehen und sich hier einquartiert haben gerade. Und dann komme ich zur Kircheanlage und auf einmal steht da der Franzose, der alte Mann. Muss er wohl vor mir ins Ziel gekommen sein. Das heißt, morgen gibt es eine andere Strategie. Vollgas. Auf Angriff. Und es wird keine Zeit vertrödelt. Tag Nummer 3. Gestern Abend waren keine Ergebnisse online. Ich habe die erst heute früh gesehen, die Ergebnisse. Ich habe 10 Minuten Rückstand. Aber ich muss auch sagen, ich habe gestern die letzten 2 Stunden relativ viel getrödelt, beziehungsweise ich fand es halt komisch, dass die am Checkpoint so große Augen gemacht haben, dass schon einer aus der Hobbyklasse angekommen ist. Deswegen war mein Gefühl irgendwie ein bisschen komisch, oder was ist komisch, aber halt einmal beruhigend, dass ich auf jeden Fall weit vorne sein muss. Aber Ergebnisse zeigen, dass ich ein bisschen was aufholen muss. Meine Strategie heute, ich groove mich die ersten 10, 15 Minuten ein, ich starte als Vierter. Und wenn ich mich so eingegroovt habe und ich wieder alles im Griff habe und im Flow habe, dann greife ich an, ohne zu trödeln, ohne irgendwo anzuhalten, ohne zu quatschen, ohne mit Rock diesmal, heute. Die nächsten, ich glaube 100 Kilometer sind es heute, Tag 3. Die ersten 10 Minuten hier meinen französischen Freund folgen. Zeichen, dass steil ist. Ich glaube, 10 Minuten sind jetzt um. Scheiße! Das war dumm. Das war richtig dumm. Ah, fuck it. Scheiße!
Alter, bin ich geraced, ey. Am Anfang zu doll geraced. Und dann ist am Anfang dieses passiert. Und dann in der ersten Stunde, glaube ich, nochmal zu doll geraced. Dann ist diese hier passiert. Und dann muss ich erstmal einen Flow wiederfinden. Aber ich bin ziemlich oft an diesen Franzosen wieder vorbeigefahren. Hatte ich das Gefühl. Und ich war deutlich schneller. Aber im Ziel war der, glaube ich, nur 2 Minuten hinter mir oder so. Und ich dachte mir, das gibt's ja nicht. Am Anfang auf jeden Fall zu doll Attacke gemacht. Ich bin jetzt 3:20 gefahren. Eigentlich bin ich zufrieden mit mir. Aber das wird nicht ausreichen. Ich brauche einen Plan für morgen. Morgen geht's, glaube ich, nochmal 50 Kilometer oder 45. Das heißt, 1,5 Stunden wieder wahrscheinlich. Oder komplett tricky. Das kann ich mir in der Hobbyklasse fast nicht vorstellen. Die Führung vom Polen und zum Franzosen habe ich, glaube ich, nicht ausreichend ausgebaut, dass ich morgen da was machen kann. Mal kicken. Podium. Podium muss drin sein, okay, Jungs? Ich habe gestern extra keine Zeiten angeschaut, beziehungsweise keine Ergebnisse angeschaut, weil ich heute einfach nur fahren will. Ich bin so verdammt nervös, Mann. Ich habe nicht mal mein Nutella-Brot heute runterbekommen. Da sind meine Kontrahenten. Franzose, Pole. Letzter Tag, 40 oder 45 Kilometer stehen an, bedeutet quasi grob eine Stunde Fahrzeit, ein bisschen über eine Stunde. See you at the finish. I wait you. Don't be late. Go. Das ist fast. Hinterher. Entspann mein Puls. Der schreit die Leute da vorne. Yeah.
gibt es hier so einen Weg. Das ist ja kein Wanderweg. But we have to go right on top? Yes. Thank you! Bravo! Champ! Bravo! Nice, nice. It's okay? Yeah, it was good. Hast du aber richtig am Hang gewesen. Alter, richtig doll. Ja, Alter, da ist das Ziel schon da, ey. Pin it to win it. Jetzt müssen wir auf das Ergebnis warten, beziehungsweise auf den Zweitplatzierten, wann der ins Ziel kommt. Ich bin jetzt eine Stunde 16 gefahren. Am Anfang ganz schön heiß gewesen mit dem Kollegen. Der hat ganz schön Druck gemacht, der hat geschrien und wollte vorbei. Und so, dadurch, dass ich das Ergebnis von gestern nicht weiß, wurde mir gerade gesagt, dass ich 3 Minuten Rückstand hatte. Und jetzt sind gerade 3 Minuten um und der Herr Kollege Franzose ist da. Wir müssen aufs Ergebnis warten. Das wird noch spannend um den ersten Platz. Platz 2 oder Platz 1? Sag mal. Platz 2 oder Platz 1? Platz 2 oder Platz 1? Ich sag Platz 1. Geil. Second place, oh. Hobby Class. Comes from France. Jean-Michel Vigan. Congratulations. Geil, Alter. Am letzten Tag ganz knapp. Und noch wie viele Deckflips dazwischen gemacht. Now the winner of the hobby class from Germany, Kai Hasse. Congratulations. Hey! Hope to see you guys next year and then I will start in the expert class, I guess. Okay. Der Kai hat gewonnen. Ist so ein wilder Hund. Das ist ein wilder Hund, du Wahnsinn. So, Enduro Panorama 2021 ist geschafft. Auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Ist erstmal mit GPS fahren, ist erstmal irgendwo im Wald rumirren, im Nirgendwo und nicht wissen, wo du als nächstes den Berg runter musst oder hoch musst oder was für ein Steinfeld oder Bachfeld, Bachbett du langfährst und so weiter. Ich habe es eigentlich schon nach Tag 1 irgendwie gesagt, dass ich doch gern die Silberklasse gefahren wäre. Aber ich war dann doch eine kleine Pussy und habe mich downgegradet, dass ich Bronze fahre. Stehe jetzt als Bronzefahrer auf dem Podium ganz oben und ist auch ein gutes Erlebnis. Praktikai hat rausgezogen und sein erstes Hard-Enduro-Rennen gewonnen. Am dritten Tag bin ich zu hart geraced. Und vielleicht war es in dem Fall doch gar nicht so blöd, dass ich Bronze gefahren bin, weil ich dadurch sehr, sehr viel gelernt habe in der Bronzeklasse, was vielleicht in der Silberklasse schon kritischer ausgehen hätte können. Aber am vierten Tag hatte ich mich eingegroovt, wusste, worauf ich achten muss. So, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil es mich jetzt doch interessiert hat. Ich habe letztendlich mit 1 Minute 48 Vorsprung gewonnen. Ich glaube, ich habe am letzten Tag über 4 Minuten Vorsprung rausgefahren. Was denn ausgereicht hat? Respekt an alle Jungs und Altherren, die da mitmachen, auch in der Expertklasse, die teilweise nach 7, 8, 9 Stunden Fahrzeit auf dem Motorrad im strömenden Regen waren und aus dem Wald wiederkommen und komplett erschöpft sind, aber nächsten Tag trotzdem wieder aufs Motorrad gehen und weiterfahren und probieren ins Ziel zu kommen. Also da mega Respekt. Ich bin für euch da, um mal andere Sportarten auszuchecken und genau sowas abzufragen.
oder um genau sowas mal abzuchecken, wie es bei anderen Veranstaltungen läuft. Falls ihr noch andere Offroad-Sportarten, zweirädrige Offroad-Sportarten habt, die euch interessieren, gebt mal Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch in die Kommentare, welcher Point-of-View-Winkel am besten ist, ob der am Helm oder ob der an der Brust besser war. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Weberwerke-Video um 20 Uhr. Bam, bam, bam. Ciao.